Servus, Kalle hier. Wir machen jetzt ein richtig geiles Rindfleisch. Das tun wir jetzt kurz mit 4 Liter Rotwein für circa 1,5 bis 2 Stunden Sous-Vide garen. Und danach haben wir es wieder auf dieses geile Gerät hier von der Grillmanufaktur Ostalb. Ich würde sagen, es geht los. So, jetzt schwimmt es erstmal bei 54 Grad. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir es auf den Grill packen. So Jungs, jetzt geht's los. Jetzt holen wir mal unser kleines Stück. Boah, Alter, schau mal. Sauerbraten Deluxe. Sowas nenne ich mal Foodporn. Ja. Jetzt haben wir es kurz auf dem Grill, nicht erschrecken. Der Grill hat 350 Grad. Und so. Ihr seht, wir haben jetzt 300 Grad, wir haben den Grill wirklich hochgeheizt. Ich habe jetzt einmal schon flambiert gehabt, wir sind jetzt gerade von 350 Grad runter. Ich finde es eine coole Geschichte. Ihr braucht gar nicht lang. Ja? Jetzt würde ich sagen, brennen, Baby! Sofort wie wir es haben, runter. Und hier drauf. Jetzt lassen wir das ganze Ding für eine Minute ruhen. Ja, so 2, 3 vielleicht auch. Und dann fangen wir an. Jetzt renne ich es gerade hier runter. Man sieht ja auch schon den Punkt. Das ist schon echt eine schöne Geschichte. Mein Sammy! Aus Datenschutzgründen dürfen wir jetzt kein Bild zeigen, aber ihr könnt vielleicht mal den Ton hören. Ich gebe jetzt mal weiter. Und wenn sie sagt, lecker, ist alles gut. Und ich sage, bäh, ist alles schlecht. Lecker. Okay, Bild gibt's keins, wird heute zensiert. Alles gut. Ich nehme jetzt die Australian Barbecue Soße von Sydney & Francis. Einfach gut ordentlich drauf. Wichtig, geiles Messer. Dann könnt ihr das schön verteilen. Wenn ihr denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Da möchte ich nochmal sagen, danke Rocking Chess, Ralf Jakumait, Hans-Joachim Gieser für dieses geile Messer. Und vor allem an Daniel Kovac, der uns ganzen Griller oder Köche wirklich wahnsinnig geil betreut. Ich wünsche euch sau viel Spaß beim Nachgrillen. Euer Kalle.